komm, fangen wir mit dem an. Und jetzt das. Sehr gut. Sehr schön. 5 haben wir schon. Ohne entdeckt zu werden. 6. Okay. 7. Echt jetzt? 7. Wirklich? Wenn wir hier hinten stehen, entdeckt es uns dann trotzdem? Ist die Frage, wie nah man ran muss, ne? Treffer. Versenkt. So, mal schauen. 7 von 12. Ach so, okay. Entdeckt offenbar erst, wenn ein Ausrufezeichen kommt. Verstehe. Ein Wompel. Dann setzen wir da mal Palocco ein. Bevor das zu schnell auflevelt, lieber auch mal irgendwie Giftstachel oder so mitnehmen, wenn geht. Giftstachel. Das sieht sich um, ausgezeichnet. Jetzt auch Giftstachel, ja, umso besser. Wir wurden vergiftet, das ist aber gemein. Kann er es wagen? Aha, vergiftet. Aua. Wie geflohen? Willst du mich verarschen? Wir haben immer dreimal Giftstachel gesehen, das ist ja auch was. Was bedeutet dieses rote Auge da oben? Komm, Bidiza kann Walzer, das ist sehr effektiv. Kann das Vieh sich mal umdrehen? Genau, dreh dich um, ich will angreifen. Also anfangen. Reicht das? Sieht nicht so aus. Nee. Bumm. Mann, das ist doch Kacke. Vielleicht schaffst du ja einen Stara, Lili. Wieso ist denn das so dunkel? Das ist gar kein Stara, Lili. Was bist du denn? Driftlon. Nachts gefangen. Besiegt. Konfusion, Hypnose. Okay. Das greift an, ne? Ja, das greift an. Okay. Hilfe! Was setzt mir denn ein? Das ist ein Geistfraggle. Daralili, würde ich sagen. Ja, viel Spaß. Dann Windstoß, das passt schon. Das ist aber nicht viel. Ach ja, stimmt. Windstoß ist ja jetzt gar keine physische Attacke mehr, sondern eine spezielle mehr. Und Daralili wird wohl kaum großartige Spezialangriffswerte haben. Sollte. Ja, einmal Windstoß geht noch. Sieht sich um, cool. Ich habe jetzt gedacht, das geht drauf. Also unser Stara-Lili. Schmeiß. Sehr schön. Hat das irgendwas gedroppt? Schutzblume. Okay. Levelaufstieg. Nachts gefangen, ja.
Das ist noch eins, ne? Gucken, ob wir uns das irgendwie auch sneaky holen können. Wo ist denn das jetzt hin? Wird's hell? Nein. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Komm zurück. Da. Zack, meins. Jawohl. Zwei von zwei nachts gefangen. Da ist Evoli, okay. Mal schauen. Evoli. Gefangen ohne entdeckt zu werden ist eine Herausforderung. Okay. Ruckzuckheb, Nahrung gefüttert, registrierte Form. Direkt mal werfen. Wir wurden nicht entdeckt. Verdammt, das ist... Aus, jetzt wurden wir entdeckt. Juhu. Ab wann sind wir wieder unentdeckt? Es ist abgehauen. Oh nö. Kommt es auch wieder so wie Driftlon? Hm. Ich glaube nicht. Nehmen. Ein Lauf. Schade. Oh doch, Treffer, cool. Das war so klar. Dann nehmen wir jetzt aber nicht Stara Lily. Wir nehmen... Das hier mit. Oh, komm mal klar. Behindert. Auch nicht einfach so hier auf. Da hinten. Sieht er sonst noch? Nee, ne? Neuer Versuch. Verdammt. Wenigstens sind wir jetzt in Fight. Und wir dürfen sogar anfangen. Das frisst echt nicht viel Schaden. Bin mir ziemlich sicher, dass Tackle hier bestimmt auch keine Wirkung hat. Konfusion, jetzt haben wir es wenigstens einmal gesehen. Ach, wir können uns während des Kampfes auch bewegen. Das war mir nicht klar. Feuerwerk. So, damit haben wir jetzt drei Stück nachts gefangen. Ponita, wir könnten Bidifas einsetzen. Bidita. Zack. Hä? Ich hab's doch getroffen. Bonita. Ist schon Level 7, okay. Ich habe auch vollkommen die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Da hinten, okay. Können wir mal kurz ins nächste Gebiet marschieren? Eine Minikarte wäre echt super. Eine Minikarte wäre klasse. Thank you.
diesmal stirbt Wompel. Echt jetzt? Da tigert noch eins rum. Keine Ahnung, ist das jetzt vorne, hinten? Wir dürfen anfangen. Gut. Geht doch. Das hat sich gerade noch mal umgedreht, so gemein. Hilft ihm aber auch nicht. Cool, das hat eine Aprikoko gedroppt. Level 6, der schafft Bonita doch niemals mit einmal Glut. Doch, cool. War aber, glaube ich, ein Volltreffer, oder? Ein weiteres. Hier ist doch noch eins rumgetingelt. Da. Sehr schön. Kaloko ist aufgestiegen, ja. Juhu. Kann es sein, dass Ponita verdammt viel EP braucht? Das hier, das Ding, das lag vorhin auf dem einen Felsen, was ich meinte. Eine Vitalknospe. So, wo sind wir jetzt? Okay, ziemlich in der Nähe. Vom nächsten Gebiet. Moment. Wirklich? Wir kommen nicht ins nächste Gebiet rein, weil der Felsen blockiert. Sieht ganz so aus. Da braucht man dann bestimmt irgendwie ein Pokémon, um da hochzukommen, schätze ich mal. Ist klar. Gibt es ja auch Schnellreise zurück oder so? Das wäre praktisch. Machen wir noch ein paar von den Viechern hier kalt. Ruckzuck, gibt keine Wasserdüse. Schade. Oh, Shinox hat Biss gelernt. Bis zum Morgengrauen. Blöd. Okay. Dreh dich. Dreh dich. Danke. Haha. Ja. Guckst du was? War noch Schock. Noch einmal mehr. Okay, Dings hat auch eine Attacke gelernt. Vollregel. Ich glaube, so weit können wir nicht werfen, oder? Suchen wir es mal. Schade. Ich vertreib dich. Mal gucken, sind wir irgendwo nah dran?
Ja, man sieht aber nicht genau, wie viele man hat jetzt, ne? Wie viele Exemplare wir zum Beispiel jetzt genau besiegt haben, sehen wir nicht. Oder haben wir exakt dreimal Giftstachel gesehen, exakt sechs besiegt? Fällt mir schwer zu glauben. Kommt Ponita halt nochmal dran. Ja, sehr schön, das hat sich umgedreht. Boom, haha. Kriegst du Glut auf den Kopf. Da ist noch ein Stein, da ist ein Bidiza. Ein Lauch. Den Lauch nehme ich auch. Wo war der Stein? Da. Die Nilbeere. Stein. Das kommt hin. So, können wir hier jetzt unentdeckt dieses Vieh fangen? Oh, es schläft. Wie niedlich. Bewerfen wir es. Es ist rausgekommen, oder? Nee, gefangen. Ach komm schon, ich habe getroffen. Oh, die Aprikokobäume da vorne sind früchtetechnisch nachgewachsen. Gut, gut. Oder wir waren hier an denen einfach noch gar nicht, das kann auch sein. Aber ich glaube, hier braucht man wirklich wahnsinnig viele Pokebälle. Das hat uns noch nicht gesehen. Wie jetzt? Warum denn? Wir haben noch getroffen. Es hat Bock gemacht. Jetzt. Mann, lauf doch nicht weg. Okay, eins fehlt noch. Stehen bleiben. Verkehrskontrolle. Mann. Moment. Nilbeere. Wissen wir schon genug über das Vieh? Ich sag andauernd Taubsi, kann das sein? Ich weiß nicht. Honig, Weizen und keine Ahnung, Bohne? Haben wir nichts von. Magst doch bestimmt Senilbeeren, oder? Komm her. Wie jetzt? Ach Mann. Mir aber auch ein Verschleiß, ey, unglaublich. Geht doch. Bleib drin. Sehr schön. Gefangen 10 von 12 und 10 ohne entdeckt zu werden. Sehr schön. Ich denke, dann können wir uns langsam auf den Rückweg machen. Was war das? Okay. Levelaufstieg. Die sollen wir doch bestimmt auch mit einer Elektroattacke kaputt hauen, oder?
Ach so, vielleicht können wir auch gezielt hinter das gegnerische Pokémon werfen, um es zu überrumpeln. Das teste ich jetzt mal. Daralili ist abgehauen. Schade. Es ist dahinter gelandet, aber scheint nicht zu funktionieren. Toll. Feigling. Ja, gegen Shinox haben wir noch nichts Effektives. Da donnert und kracht es schon wieder. Hier war doch gerade ein Lauch, oder nicht? Nee. Besiegt, schwere gefangen, gefangen. Ja komm, was soll's. Dann will ich noch ein. Und dich auch, damit wir drei haben. Wir haben drei. Ja, es wird also nicht genau angezeigt, okay. Wow.